Grüße nach Einsjungspund. Ich bin echt beeindruckt. In dir steckt echt mehr, als ich erwartet hatte. Du könntest die Sache mit dem Widerstand tatsächlich durchziehen. Als nächstes solltest du dich ums Funksignal kümmern. Mein Funkgerät schwimmt. Ich kann keinen jenseits der Insel erreichen. Der Funkturm am Südstrand muss was abbekommen haben. Könntest du dich darum kümmern? Sie ist ja Staatsbesitz. Aber wenn ihre Leute da in der Gegend rumlaufen und, wie hast du das genannt, Messung vornehmen, dann könnte man diese Leute bestimmt wegen Hausfriedensbruchs belangen. Ich weiß, sie sind irgendwie komisch und reden nicht viel. Aber die verschwinden schon, wenn du deutliche Worte findest. Ich meine, wie gefährlich können diese Verrückten schon sein? Diese Waffe habe ich einem toten Peggy abgenommen. Gerüchte über Konflikte zwischen örtlichen Gesetzeshütern und den Angehörigen der Gemeinde Eden's Gate waren offenbar haltlos. Wir haben von einer versuchten Festnahme gehört, doch laut einem Statement des Büros des Sheriffs steht eine Rechnung. Leichte Brise. Fühlt sich gut an. Rücke vor! Ich sehe einen Piggy da drüben. Unterwegs! Man muss immer Ersatzmagazine dabei haben. Wow. Wer weiß, wenn der nächste Sonne aus der Höhle gekrochen kommt. Da hat wer ins Gras gebissen. Unsere Fahrzeuge bestehen aus Altmetall. Nichts wird verschwendet. Aus nächster Nähe! Ein paar blaue Flecken diesmal. Vielleicht haben wir uns das selber eingebrockt.
sollte später wohl noch mal Munition sammeln gehen. Nichts ist schöner, als Müll von jemandem zu nehmen und was Nützliches draus zu machen. Aus dem machen, was man hat. So läuft das nun mal. Und wir sind verdammt gut darin. Möchtest, stell Sprengstoff her. Zum Glück haben die Leute alle. Materialien gehortet, die man dafür braucht. Schnapp sie dir und fang an zu basteln. Abgenommen.
meisten von uns hatten nur die Waffen, mit denen wir aufgewachsen sind. Die guten Sachen haben wir den Peggys geklaut. Ich weiß, was du denkst, aber nein. Ich werde dich nicht im ganzen County auf Türme klettern lassen. Keine Sorge. Pass trotzdem auf, dass du nicht runterfällst. Wir sind alle Sünder. Jeder von uns. Du, ich. Sogar der Vater kennt die Sünde. Nur allzu gut. Sie ist ein Gift, das uns den Verstand vernebelt. Was, wenn ich euch sage, ihr könntet frei von Sünde sein? Was, wenn ich euch sage, dass alles, wovon ihr träumt, wahr werden könnte, wenn ich euch sage, dass ihr jedes Leid überwinden könnt, wenn ihr nur eine Idee akzeptiert? Dass die Freiheit von der Sünde erreicht wird durch die Macht von nur einem Wort. Ja, ich bin ein Sünder. Ja, ich möchte befreit werden. Ja, ich muss bald erlöst werden. Wenn ihr heute zuseht, dann seid ihr auserwählt worden. Ihr werdet geläutert. Ihr werdet bekennen eure Sünden. Und es wird euch eine Buße auferlegen. Keine Sorge. Ihr müsst überhaupt nichts dafür tun. Wir kommen zu euch. Willkommen bei Eden's Gate.
John Seed hat deine Partnerin Hudson erwischt. Die steckt mächtig in der Scheiße, Jungspund. Du musst sie da rausholen. Jungspund, ich hab dir für den Anfang drei Orte auf der Karte markiert. Das County-Gefängnis im Osten und die Stadt Falls End im Westen. Deine Entscheidung, aber wenn ich du wäre, würde ich mit Falls End anfangen. Langsam zum Kriegsgebiet. Die Sekte reißt Nahrung, Waren und Ausrüstung an sich. Alles, was ihnen in die Hände fällt. Sogar Menschen. John Seed jagt sie aus ihren Häusern und zwingt sie, sich der Sekte anzuschließen. Wer sich weigert, tja, dem ergeht es richtig mies. Am schlimmsten sieht's um Falls End aus. Fang am besten dort an. Komm her, wir müssen reden. Ich habe Merle zum Trailerpark fahren sehen, kurz bevor die Sekte angerollt kam. Wie ich den kenne, sucht er nach Ärger. Ich hoffe, er reitet da nicht alleine ein.
eine Scheiße! Als Sharky erfahren hat, dass die Sekte total verrückt ist, hat er gelacht wie ein krankes Kind, sich einen Propangastank geschnappt und ist damit zu seinem Wohnwagenpark gedüst. Ich will gar nicht wissen, was der Irre vorhat. Hier ist Red. Hier ist Red.
Angriff. Ist dir jemand wichtig? Oder sowas? Eine Patrouille hatte gemeldet, dass sich im Saloon ein Zivilist verstecken würde.
Ich war nachsehen und habe einen leeren Raum voller Spritzen gefunden. Sah aus, als hätte jemand herumexperimentiert. Wenn ich loslege, stellt sich mir besser keiner in den Weg. Das war das Heldenhafteste, was ich je getan habe. Ich weiß die Hilfe zu schätzen. Beschützt mich! Unterwegs! Erst den Gewalt! Hilfe! Zimmer. Scheiße!
Mission. Okay, das ist also gerade. Hast du gehört, dass sie einen Film bei der alten Grimalkin-Mine drehen? Das kann nicht sein. Niemand wäre so bescheuert. Danke fürs Warten. Ich sehe dich suchen, aber... Du wirkst verloren. Auch ich suchte für viele Jahre. Ich war die Ratte im Labyrinth auf der Suche nach dem immer selben Stück Gammelkäse. Der Vater war der Erste, der mir erkennen half, dass es eine Welt jenseits des Labyrinths gibt. Eine Welt, die nichts raubt und nichts verschlingt. Es ist eine Welt, die liebt, die dich mit offenen Armen willkommen heißt. Ich suche nicht mehr. Ich bin hier, um sein Wort zu teilen. Komm, sieh die Welt jenseits des Labyrinths.
dachte schon, du gehst ohne mich. Ich sehe dich suchen, aber du wirkst verloren. Auch ich suchte für viele Jahre. Ich war die Ratte im Labyrinth auf der Suche nach dem immer selben Stück gammligen Käse. Der Vater war der Erste, der mir erkennen half, dass es eine Welt jenseits des Labyrinths gibt. Eine Welt, die nichts raubt und nichts verschlingt. Es ist eine Welt, die gibt und die liebt, die dich mit offenen Armen willkommen heißt. Ich suche nicht mehr. Ich bin hier, um sein Wort zu teilen. Komm, sieh die Welt jenseits des Labyrinths. Wir müssen unsere Sünden bekennen. Wir müssen Buße tun. Alpha. Nur dann können wir im Lichte Gottes stehen und durch sein Tor ins Paradies. Reden wir darüber. Ich hab's gehört. Auf keinen Weg. Beeilung, bevor sie anfangen zu stinken. Die Sekte treibt alle Hunde im County zusammen und schickt sie nach Norden. Ich wollte Ray Ray warnen, aber sie geht nicht ans Telefon. Ich mache mir Sorgen. Sie liebt ihren Boomer, als wäre er ihr Kind. Bis nächstes Mal. Schlimmer wird's nimmer. Oh, das ist das richtig gute Zeug. Wechsel die Position. Peggy ist da drüben. Verflucht guter Schuss! Ja, Peggy. Schöne Grüße an deine Mutter. Scheiß drauf! Das Feuer wird größer! Unterwegs! Gib mir Deckung! Baptisten! Tun wir's. Das war für meine Familie! Das ist nicht die Zeit für Albernheiten.
nennen das hier die Brücke der Tränen.